Hallo und herzlich willkommen, liebe Trader, zu einem neuen Videotutorial von devisen-handel.org und dem Forex Broker FX Primus. Heute möchte ich mal auf eine Zuschauerfrage eingehen, die sehr häufig von euch gestellt wird. Und zwar betrifft das das Thema Übernachtpositionen. Soll ich Positionen über Nacht halten, ja oder nein? Kann ich Positionen über Nacht halten? Ja oder nein? Das ist eine Frage, die unter Tradern ja im Allgemeinen sehr kontrovers diskutiert wird und der ein oder andere hat da auch eine unterschiedliche Meinung dazu. Die einen sagen, sie können überhaupt nicht schlafen, wenn sie über Nacht noch eine Position offen haben. Die anderen wiederum haben überhaupt kein Problem. Und daher möchte ich euch mit diesem Videotutorial jetzt mal eine kleine Einführung in das Thema Übernachtpositionen geben und euch vielleicht die Entscheidung etwas erleichtern, ob ihr eher zur einen oder zur anderen Riege gehören möchtet und auch die Vor- und Nachteile aufzeigen, die es mit sich bringt, wenn man über Nacht Positionen hält. Ja, warum ist das Halten von Übernachtpositionen so ein Mythos unter den Tradern? Es ist natürlich so, dass vor allem im Aktienmarkt die Gefahr besteht, dass über Nacht Kurslücken entstehen, diese sogenannten Gaps, wenn der Handel eben ausgesetzt ist. Und hier kann es natürlich passieren, dass der Stop einfach abgeholt wird und dass der Verlust größer ist, als man das vorher mit seinem Risk und Money Management eigentlich ausgeklügelt hatte. Und das kommt eben daher, dass über Nacht oder am Wochenende oft wichtige politische Entscheidungen sind. Wir erleben das ja gerade im Zuge der Eurokrise sehr oft, dass die dann eben mitten in der Nacht irgendwo tagen und morgens völlig vor Börseneröffnungen mit Ringen unter den Augen dann aus ihren Konferenzräumen kommen. Das alles hat eigentlich nur einen Grund, damit die Finanzmärkte nicht unnötig beunruhigt werden, weil wenn die das Ganze am Tag durchziehen würden, dann würden die Kurse bei den ganzen Gerüchten auf und nieder scheppern und das wollen diese Eurokraten natürlich vermeiden. Dann ist natürlich am Wochenende kann auch sowieso viel passieren politisch und deswegen halten hier manche Trader das nicht für gut, übers Wochenende irgendwelche Positionen offen zu halten, weil einfach nicht sichergestellt ist, wie am Montag dann der Markt wieder eröffnet. Es ist natürlich auch eine Frage des richtigen Risk- und Money-Managements. Ich sag mal, wenn ich 10 Lot offen habe und habe dann nur ein etwas kleineres Konto, dann ist es ganz klar, dass man mit Übernachtpositionen nicht besonders gut schlafen kann. Wie auch immer man positioniert ist. Wenn man dafür die Positionsgröße runterfährt und was dem entspannten Traden sowieso sehr zuträglich ist, also die Positionsgröße einfach mal ein bisschen runterzuschrauben, dann klappt's auch ohne Schlafmittel meistens recht gut, auch mit Übernachtpositionen. Dann kommt natürlich dazu, dass es noch eine Frage des entsprechenden Assets ist, worauf ich gleich noch genauer zu sprechen komme. Und dann spielt natürlich das Thema Swap bzw. Rollover noch eine entscheidende Rolle bei dem Thema Übernachtpositionen. Ja, wie man hier sieht, zum Beispiel die Apple-Aktie mag sehr gerne Übernacht-Gaps. Das sind diese Kurslücken hier für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind. Das ist ganz klar, denn die Apple-Aktie handelt nur von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Und dann ist Ende Gelände und in der Zwischenzeit bewegt sich eben der Gesamtmarkt weiter und insofern eröffnet die Apple-Aktie am nächsten Tag dann eben entsprechend höher oder tiefer und wie man sieht, können hier enorme Gaps auftreten, die natürlich den ein oder anderen Stop kosten können, wenn man nicht aufpasst. Ja, das heißt aber auf keinen Fall, dass man hier niemals über Nacht handeln soll, beziehungsweise über Nacht Positionen halten soll, denn es kommt auf das jeweilige Asset an. So ist es zum Beispiel in Devisen fast sehr selten zumindest, dass hier mal ein Gap auftritt, vielleicht höchstens mal ein kleiner Gap übers Wochenende, aber in der Regel gibt es keine Gaps auf dem Devisenmarkt, zumindest in den sehr liquiden Währungen wie Euro, US-Dollar
Japanisch Yen und British Pfund, das sind Währungen, also hier treten keine Gaps in der Regel auf und hier kann man, deswegen ist auch das Grün unterlegt wie bei einer Ampel, dieses Feld, deswegen kann man Devisen problemlos über Nacht halten in der Regel. Dann haben wir die Indizes, da sieht es schon ein bisschen kritischer aus, denn der Xetra DAX handelt von 9 bis 17:30 Uhr, der Future läuft rund um die Uhr und an der New York Stock Exchange geht es von 15:30 Uhr bis 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit hier rund an der Börse. Und danach ist dann nur noch der Futures-Handel. Das heißt, auf dem Indizesmarkt können schon Gaps auftreten, die in der Regel allerdings moderater ausfallen als die Gaps bei Einzelaktien, denn diese handeln in der Regel von 9 bis 17:30 Uhr und von 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Und wie ihr anhand der Handelszeiten sehen könnt, ist es natürlich hochwahrscheinlich, dass bei Einzelaktien Gaps auftreten können, höhere Gaps auftreten können im Vergleich zu Devisen zum Beispiel. Deswegen ist es weniger empfehlenswert, Einzelaktien jetzt über Nacht zu halten, zumindest mit großen Positionsgrößen. Und also man hält eher Devisen über Nacht als Einzelaktien. Das ist die bessere Lösung. Ja, in der Regel. Ich finde es besser, Gewinne laufen zu lassen. Ich habe euch hier mal den DAX im 1-Stunden-Chart mitgebracht. Und wenn man jetzt bedenkt, man hätte hier den Einstieg gefunden in Long-Richtung, dann hätte man hier nochmal probieren müssen, reinzukommen. Wäre vielleicht ein oder zweimal ausgestoppt worden, hätte Geld verloren, hätte es vielleicht geschafft oder auch nicht. Dann zieht der DAX hier hoch. Kommt wieder zurück, der schlaue Trader zieht jetzt hier eine Trendlinie, wartet schön, bis der DAX wieder auf die Trendlinie kommt. Er kommt aber nicht. Er wendet hier schon und zieht weiter nach oben an und bildet hier oben plötzlich Umkehrsignale aus. Was macht jetzt der Counter-Trend-Trader? Der geht hier oben short, weil er diese ganzen kleinen Kerzen sieht und der DAX zieht nach oben durch. Und wie man sieht, der Trader, der hier unten long gegangen ist und den Trade die ganze Zeit gehalten hat, der ist bei all diesen Aktionen hier, kann der völlig entspannt sein, während der andere Trader hier jeden Tag aufs Neue sich mit dem Markt messen muss. Er muss versuchen, einen guten Einstieg zu finden und wird unter Umständen das ein oder andere Mal ausgestoppt und verliert somit Geld. Jeder Einstieg ist immer mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Jeder Einstieg. Es gibt keine hundertprozentig sicheren Einstiege. Und damit ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit verbunden, Geld zu verlieren. Von daher ist es nicht grundsätzlich schlecht, Trades über Nacht zu halten. Ja, dann gibt es noch das Thema Swap bzw. Rollover-Gebühren. Übernachtpositionen kosten in der Regel Geld oder sie bringen Geld. Das muss man auch noch berücksichtigen. Man kann das Ganze ausnutzen, die Zinsdifferenzen der einzelnen Länder. Und zwar nennt man das dann Carry Trades. Wir haben Währungen mit einem hohen Zins, zum Beispiel dem Australdollar. Und wir haben Länder mit einem niedrigen Zins, wie wir alle wissen, der US-Dollar zum Beispiel. Und wenn wir dieses Währungspaar jetzt long nehmen, dann erhalten wir einen positiven Rollover. Das heißt, wir kriegen jede Nacht eine gewisse Summe gut geschrieben auf unserem Konto. Allein nur dafür, dass wir das Paar Aussie-Dollar long halten. Wenn wir das natürlich shorten, also wenn wir den Aussie-Dollar shorten, dann sieht es genau umgekehrt aus. Dann kriegen wir jede Nacht Geld von unserem Trading-Konto abgezogen. Ja, so wie das hier erklärt ist. Und ja, Länder mit niedrigen Zinsen sind zum Beispiel hier die Schweiz, der Schweizer Franken, der japanische Yen, der US-Dollar und der britische Pfund. Und Länder mit hohen Zinsen, das sind zum Beispiel Australien, Neuseeland, Ungarn und die Türkei. Bei letzteren müsst ihr allerdings auch gut auf den Spread achten, denn der ist in der Regel sehr hoch, weil der Markt nicht so liquide ist und also immer schön den Bid- und Ask-Preis einblenden, damit ihr hier keine böse Überraschung beim Spread seht. Aber in der Regel haben diese Länder
die hohen Zinsen. Und ja, er erreicht eben dann einen positiven Rollover, wenn ihr diese Währungen long nehmt, was natürlich auch ganz nett ist, denn angenommen, ihr haltet den Australdollar ein paar Tage, dann hat allein schon dadurch, dass ihr diesen Australdollar long haltet, ist euer Stop refinanziert. Und ja, das ist doch eine schöne Sache, die man beachten sollte. Ja, das Fazit ist, Übernachtpositionen sind in der Regel kein Problem, zumindest nicht in Devisen und in Indizes teilweise. Die eine Lösung ist auch ein garantierter Stop. Achtet also drauf oder fragt euren Broker, ob er einen garantierten Stop anbietet. Das Ganze bedeutet, dass der Stop auch garantiert dort ausgelöst wird, wo er gesetzt wurde und nicht zum Beispiel 20 Punkte oder 20 Pips darunter, falls der Markt am nächsten Morgen durch irgendeinen Crash 20 Punkte tiefer eröffnet. Nein, dann wird der Stop da ausgelöst, wo ihr noch hingesetzt habt. Das ist von Broker zu Broker verschieden. Da müsst ihr euch individuell informieren. Ich weiß zum Beispiel, dass WH Self Invest garantierte Stops anbietet. Und das ist doch eine schöne Sache. Oder ihr handelt alternativ nur den Devisenmarkt bzw. Indizes. Und diese dann eher short als long. Also wenn ihr über Nacht haltet oder über eine längere Zeit haltet, ist es dann eher besser short zu halten, weil eben im Falle eines Crashs ist es wahrscheinlicher, dass wenn irgendwo ein Krieg ausbricht oder sowas, ist eben wahrscheinlicher, dass der Markt dann extrem nach unten crasht, als dass über Nacht irgendwas so Tolles passiert, dass er 100 Punkte weiter oben, weiter hoch öffnet. Ja, also das sind Unterschiede, die man sich gewahr machen muss. Ja. Trades laufen lassen erspart mühevolle und teure Neueinstiege. Das habt ihr eben am DAX gesehen. Man kann sich also eben diese teuren Einstiege ersparen, wenn man einen Trend reitet und auch im Trend bleibt und einfach immer nur den Stop nachzieht, anstatt jedes Mal versucht, in den Trade wieder einzuspringen und dabei den Einstieg verpasst. Ja, das war die Präsentation für heute. Ich möchte euch noch kurz die Swap bzw. Rollover-Gebühren zeigen. Zum Beispiel seht ihr das in eurem Broker, hier am Beispiel von FX Primus, wenn ihr hier auf Trade, Forex and More und dann auf Swap Rates geht. Da seht ihr, was ich euch gerade eben erzählt habe. Und hier könnt ihr für jedes Währungspaar die jeweilige Swap Rate ablesen. Das bedeutet hier zum Beispiel, wenn wir das Beispiel aus der Präsentation nehmen, wenn ihr im Aussie-Dollar Short seid, dann werden euch pro Nacht $8,30 abgezogen. Wenn ihr Long seid, kriegt ihr $3,90, also fast $4 gutgeschrieben. Das ist doch eine schöne Sache. Genauso beim New Zealand Dollar, beim Kiwi, kriegt ihr pro Nacht $3,60 gutgeschrieben bei einem ganzen Lot. Für ein Minilot müsst ihr das Ganze natürlich mal 0,1 multiplizieren. Ja, und so könnt ihr hier die ganzen Währungspaare sehen und könnt auch genau sehen, wie die Swap Rates sind, beziehungsweise welche Trades ihr halten könnt oder müsst oder welche Währungspaare für Carry Trades geeignet sind. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben in das Halten von Übernachtpositionen und dass es nicht so schlimm ist, wie es oftmals von einigen getan wird. Zumindest wenn man weiß, was man macht, wenn man seine Positionsgröße reguliert und anpasst oder wenn man eben auf seinen Broker achtet, der mit garantierten Stops arbeitet. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und nächste Woche wieder gute Trades. Bis dann, ciao.